Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 5. April 2023. Hallo meine Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Disney News Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Eigentlich war dieses Video für morgen geplant, aber die Ereignisse haben sich halt wieder überschlagen. Es gab so großartige Neuigkeiten, von euch so lang erwartet. Deswegen habe ich es jetzt heute vorgeschoben. Heute gibt es dann zwei Videos, eine ist bereits online. Und in diesem Video habe ich ja auch schon gesagt, vielleicht bekommen wir dann nächste Woche am 12. April gesagt, wann Small World aufmacht. Ja, haben wir heute schon bekommen. Also mal gucken, was wir dann am 12. April alles für Neuigkeiten bekommen. Vielleicht dann was zu Walt Disney Studios und der Erweiterung. Aber fangen wir doch dann mit den größten Neuigkeiten an. Wir haben ein Datum, Small World eröffnet wieder im Mai. Und zwar am 5. Mai für alle. Mai, Eröffnung von It's a Small World. Es gibt noch eine Jahreskarten-Preview und zwar am 3. und 4. Mai. Das heißt, ich weiß nicht, ob alle Jahreskarteninhaber, aber auf jeden Fall Magic Plus und Infinity-Jahreskartenhalter werden die Möglichkeit haben, dann It's a Small World zu fahren. Ich weiß nicht, wie es genau sein wird. Dazu gibt es dann in den nächsten Wochen noch Neuigkeiten. Ich weiß, wie es damals bei Phantom Manor war. Bei der Wiedereröffnung, da gab es ja auch ein extra Event abends, wo man dann als Jahreskarteninhaber sich anmelden konnte. Das war, glaube ich, es hatte nichts extra gekostet, aber man musste sich halt für anmelden, weil die Zahl natürlich limitiert war. Und dann gab es abends ein Event und da durfte man zum ersten Mal wieder Phantom Manor fahren. Und vielleicht gibt es auch sowas Ähnliches für It's a Small World. Wir werden sehen, es bleibt spannend. Aber ja, endlich macht It's a Small World auf. Ich weiß nicht, auf jeden Fall über ein Jahr. Wenn nicht sogar eineinhalb Jahre, war Small World zu. Ich weiß gar nicht mehr, wann es geschlossen hat. Ihr könnt es ja gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr das genaue Datum noch wisst, wann It's a Small World geschlossen hat. Freut ihr euch? Also ich freue mich riesig. Mal gucken, vielleicht bin ich an dem Wochenende dann auch da. Ich habe noch nicht endgültig entschieden, aber wenn, dann lasse ich euch früh genug wissen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, also das war die erste große Neuigkeit. Der Headliner, It's a Small World, Reopening Date, 5. Mai 2023. Ja, was wir erwarten können, It's a Small World, was alles gemacht wurde, keine Ahnung. Das sehen wir dann wahrscheinlich, wenn der Ride aufmacht. Was, glaube ich, bekannt gegeben wurde, ist, dass es jetzt Rollstuhlfahrerpuppen gibt. Ist das richtig gesagt? Also Puppen, die im Rollstuhl sitzen, damit es auch für die Gleichberechtigung und so weiter auch solche Puppen gibt. Ob jetzt auch Disney-Charaktere ins It's a Small World reinkommen, wie auch jetzt schon in Disneyland Anaheim der Fall ist, keine Ahnung. Da müssen wir uns einfach überraschen lassen. Kommen wir zur Neuigkeit Nummer 2. Und da schneide ich kurz die Schließungen für den April an. Denn ich sage ja eigentlich in jedem News-Video, wann welche Attraktionen geschlossen haben. Also ich kann euch schon mal sagen, der Big Thunder Mountain hat wieder geöffnet. Das war ja fast einen Monat geschlossen. Und das war immer so der ausschlaggebende Punkt. Oder viele haben sich ja gesagt, ich bin gerade da und Big Thunder Mountain hat geschlossen. Also Big Thunder Mountain dann wieder offen. Meet Mickey, also das Haus, hat vom 3. bis zum 8. April geschlossen. Aber ihr könnt Mickey trotzdem weiterhin treffen und zwar an der alten Mühle.
Ist wahrscheinlich ein bisschen längere Wartezeit, weil bei Meet Mickey habt ihr dann immer noch zwei Möglichkeiten, Mickey zu treffen, obwohl er ja nur einmal existiert. Aber es gibt zwei Räume. Und bei der Mühle habt ihr halt nur einen Mickey. Und da ist die Wartezeit wahrscheinlich schon länger. Aber ihr könnt ihn trotzdem weiterhin treffen. Die Molly Brown wird ab 3. April bis einschließlich oder mindestens bis Ende April geschlossen bleiben. Und Mad Hatter's Teacups vom 27. März bis 8. April. Also jetzt eigentlich fast schon vorbei, wenn ihr das Video seht. Aber wollte ich dennoch erwähnt haben. Also die Teacups machen ab 8. oder ab 9. April dann wieder auf. Genau, also das zu den Schließungen für den Monat April. Und dann haben wir auch noch eine Show, die aktuell in Pause ist. Und zwar die Disney Junior Dream Factory. Die macht eine Pause zwischen dem 3. April und dem 26. Mai. Also fast zwei Monate geht Disney Junior Dream Factory in die Pause. Das waren so die Neuigkeiten zu den kommenden Schließungen. Ja, und die nächste große Neuigkeit, da war ich aber gerade auf AIDA-Kreuzfahrt, die ich dann auch gelesen habe, war das Thema Jahreskarten. Ihr habt es wahrscheinlich schon überall gelesen und überall ist der Aufruhr groß. Es gibt aktuell keine neuen Jahreskarten fürs Disneyland Paris zu kaufen. Es wurde pausiert, es gab auch ein offizielles Statement vom Disneyland Paris, dass sie daran arbeiten, die Wünsche der Kunden oder der Besucher zu erfüllen oder die Wünsche mit in Betracht zu ziehen in die nächsten Jahreskartenmodelle. Und soweit gibt es keine neuen Jahreskarten. Es wird im Laufe des Jahres dann Neuigkeiten dazu geben und wahrscheinlich dann neue Jahreskartenmodelle. Wir müssen uns überraschen lassen. Wer aber eine Jahreskarte hat aktuell, darf sie zu den aktuellen Konditionen, die für Verlängerungen sind, noch weiterhin verlängern. Das heißt, wenn ihr eine Jahreskarte habt, habt ihr Glück und könnt sie weiter nutzen und auch verlängern. Wenn ihr geplant habt, eine Jahreskarte zu kaufen in den nächsten Wochen oder Monaten bei eurem nächsten Besuch, dann müsst ihr leider warten und im Laufe des Jahres auf Neuigkeiten warten. Ich weiß, dass es viele gibt, die sehr enttäuscht sind, weil sie jetzt vielleicht in den Osterferien eine Jahreskarte kaufen wollten oder noch überlegt haben. Aber es war tatsächlich fast klar, weil es im April immer irgendwelche Neuigkeiten zu Jahreskarten gibt. Entweder Preiserhöhungen oder sonstige Konditionsänderungen. Und jetzt haben sie erstmal die Jahreskarten pausiert. Das war ja in Orlando auch teilweise, ich glaube auch in Anaheim so, dass man eine Zeit lang keine neuen Jahreskarten mehr kaufen konnte. Müssen wir uns einfach gedulden und abwarten, was da auf uns zukommt. Und bis dahin, die eine Jahreskarte wollten, entweder Pauschale oder halt Tagestickets, die halt dann wesentlich teurer sind. Sagt mir mal gerne eure Meinung. Was erwartet ihr von den neuen Jahreskarten? Was wünscht ihr euch vielleicht von den neuen Jahreskarten? Also schreibt mir das auch gerne unten in die Kommentare. Dann können wir ein bisschen zusammen brainstormen oder philosophieren, was vielleicht auf uns zukommt in den nächsten Monaten. Aber sobald es dazu Neuigkeiten geben wird, wird es natürlich ein News-Video geben und auch ein Video zu den neuen Jahreskarten. Das wünscht ihr euch tatsächlich die ganze Zeit. Simone, mach doch mal ein Video zu den Jahreskarten. Das hätte ich jetzt machen können, aber ich warte immer noch ein bisschen. Es war ja schon lange das Gerücht, die sollen ja überarbeitet werden. Es gibt neue. Und ich warte halt, bis es neue gibt. Dann gibt es natürlich ein ausführliches Jahreskartenvideo, was dann die neuen Preise sind, was alles inkludiert ist. Also da könnt ihr euch dann drauf freuen. Wie gesagt, bis dahin warte ich mit dem Video, weil jetzt wird sich's eh wahrscheinlich ändern in den nächsten Monaten. Also das war Neuigkeit Nummer 3. Aktuell keine neue Jahreskarten mehr fürs Disneyland Paris. Kommen wir zum Merchandise und da bin ich nur eine kleine Rubrik, denn es gibt die neuen Pins für den April, die blende ich euch jetzt hier ein. Und diese Platin-Pins, dieses Lila, Silber, sind super schön. Also die sind echt mega schön, da freue ich mich drauf, die mal live zu sehen. Und habe ich euch ja jetzt hier auch eingeblendet. Und das weitere Merchandise hätte ich euch gern auch noch gezeigt in diesem Video, aber ich weiß nicht, ob es neues Merchandise geben wird. Heute Nachmittag ist das Jahreskarten-Preview-Show auf YouTube. Die gibt es ja immer mal wieder. Und da wird auch öfter, aber auch nicht immer, neues Merchandise gezeigt.
Da ich aber heute Abend keine Zeit habe, das Video hier abzufilmen, mache ich das jetzt schon und ihr findet dann auf Instagram direkt die neuen Merchandise-Sachen, wenn es sie gibt. Und ich schreibe es auch gerne unten in die Kommentare, was es geben wird und ab wann, wenn wir ein Datum dazu haben. Also neues Merchandise aktuell, die Pins kann ich euch zeigen. Ansonsten habe ich gehört, dass am 12. April auch neues Merchandise erscheinen soll. Ich glaube, diese bunte Jersey mit der Hutkollektion, also die habe ich euch schon mal gezeigt im News-Video, die wurde ja auch mal in so einer Preview gezeigt. Ich glaube, die wird am 12. April released im Park. Das zeige ich euch aber dann auch in den Stories, weil ich bin ja am 12. April vor Ort oder natürlich auch in den Vlogs und in einem ganz XXL Merchandise-Video, was es natürlich dann auch wieder geben wird von meinem Besuch nächste Woche. Also denkt dran, folgt mir auf Instagram, da bekommt ihr die Neuigkeiten immer sofort direkt in der Story und hier dann ein bisschen zeitversetzt. Ansonsten gibt es noch ein paar News zur Pride und zwar wurden zwei Künstler bekannt gegeben, die an der Pride auftreten und zwar Callum Scott. Also den Namen habe ich noch nie gehört. Das Lied von ihm, das habe ich immer angehört, das kenne ich. Also er hat bei Britain's Got Talent mitgemacht. Und hat seit 2018 sein Debütalbum Only Human rausgebracht. Wie gesagt, das Lied kenne ich. Er sagt mir leider nichts. Das war der erste Künstler, der bekannt gegeben wurde. Und der zweite Künstler, der im Rennen ist, oder nicht im Rennen, sondern mit bei der Pride dabei ist, ist Christoph William. Auch noch nie gehört. Und auch die Songs habe ich noch nie gehört. Aber die sind wohl französisch. Also es hat wahrscheinlich ein französischer Künstler. Und es steht tatsächlich auch hier. Er war after winning French TV Talent Show New Star in 2006. Also er hat 5 Alben rausgebracht und 1,5 Millionen Platten oder Songs verkauft, Records. Also ist er anscheinend in Frankreich schon bekannt. Mir sagt er leider nichts. Ich hab noch kein Ticket für die Pride, ob ich hingehe. Ich weiß es noch nicht. Bin noch ein bisschen unentschlossen. Also die Acts, ja. Es ist auch nicht mal so ausschlaggebend, wegen der Acts da für mich hinzugehen. Mal sehen. Vielleicht spontan dann doch. Ich glaube, Brina ist auf jeden Fall dabei. Wie gesagt, ich weiß es leider noch nicht. Und das war's. Das waren die Disney-News, die ich mit euch teilen konnte. Ist ein bisschen ein kürzeres News-Video, aber ist ja auch mal gut. Ihr habt ja heute eh 2 Videos zum Gucken. Das eine ist auch ein bisschen kürzer. Dann habt ihr heute direkt 2 kürzere Videos, im Prinzip wie ein langes YouTube-Video. Ansonsten startet ja die AIDA-Vlog-Reihe jetzt am Freitag. Und nächste Woche bin ich ja fast eine Woche, also von Dienstag bis Samstag, bin ich im Disneyland Paris. Da gibt es auch ganz, ganz viel Content für euch. Und freue mich auf euren, wenn ihr da seid. Wenn ihr da seid, dann winkt mal oder sagt Hallo oder rempelt mich an oder keine Ahnung, ladet mich zum Kaffee ein. Was auch immer. Ich freue mich immer, euch zu sehen, euch mit euch zu quatschen, Fotos immer gerne. Fragt einfach und freue mich, euch vielleicht auch nächste Woche zu sehen. Ich weiß, einige von euch sind da und dann sagt einfach mal Hallo. Ja, und das war's. Das war das News-Video hier vom 5. April zu den großen News zu It's a Small World Wiedereröffnung und den Jahreskarten, die leider aktuell ausgesetzt wurden und ein paar kleinere Neuigkeiten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!